Liebe Zuschauer, oft wird die Frage gestellt, was kostet ein Schwein? Dazu haben wir uns mal die Arbeit gemacht, das ein wenig zusammenzurechnen. Und da habe ich erstmal eine grobe Übersicht, nämlich die Gesamtabrechnung. Da fangen wir mit A an, das sind die Erlöse. Das sind aktuell im Schnitt einiger Betriebe 182,62 €. Dann haben wir aber auch noch Kosten, die dem gegenüberstehen. Das heißt, direkte Kosten, also Kosten, die direkt mit dem Schwein zu tun haben, mit dem Tier, was aktuell im Schwein zum Beispiel drinsteht. Da haben wir dann 145,94 €. Aber auch die Festkosten. Die Festkosten sind für Gebäude und Versicherungen und alles, was um das Gebäude herum ist, die halt anfallen, auch wenn der Stall leer stehen würde. Das sind in diesem Falle fast 16 €. Und sonstige Kosten. Das sind Arbeitserledigungskosten, Versicherung, Buchführung und so weiter. Etc. Und da haben wir momentan eine Erlössituation von 11,13 €. Und da ich mich nicht damit zufrieden geben würde, wenn ich Ihnen hier solche einfachen Zahlen hier liefere, haben die Kosten natürlich noch etwas weiter aufgeschlüsselt. Und das ergibt sich wie folgt. Wenn aktuell ein Schwein abgeliefert wird, und da habe ich jetzt wieder Durchschnittswerte genommen, dann haben wir derzeit im Schnitt 118 Kilo. Bei einer Ausschlachtung von 80%, das heißt, Leben wiegt es 118 Kilo, wenn ich es abliefere. Wenn es aber geschlachtet ist, wiegt es nur noch 94,4 Kilo. Da wir zum Beispiel Innereien und nicht verzehrstaugliche Dinge halt entfernen. Und diese 94 Kilo werden dann multipliziert mit diesem Basispreis. Der Basispreis wird zwischen Erzeugergemeinschaften und den Schlachtereien ausgehandelt und ist ein Richtwert für die Preisfindung. Der Basispreis von 81,1 € soll mit 94,4 Kilo multipliziert werden. Aber da der Schlachthof halt auch gute Schweine und schlechte Schweine unterschiedlich bewerten möchte, gibt es ein sehr komplexes Preisfindungs- oder Preisgestaltungssystem, das nennt sich immer Masken. Dann haben wir jetzt das mal als Sortierverlust bezeichnet, da man halt, weil es halt sehr, sehr schwer ist, halt nur Top-Qualität zu liefern. Also kriegt man eigentlich immer so ein bisschen noch was abgezogen. Das ist halt das, je nachdem, wie gut der Landwirt sortieren kann, haben wir 2 Cent, die wir abziehen müssten. Das heißt, in diesem Falle wären es dann 1,79 €, die dann mit den 94,4 Kilo multipliziert werden. Dann habe ich einen Preis von 168,97, aber die bekomme ich nicht ausgezahlt, denn wir haben noch Vorkosten, sogenannte Vorkosten. Da ist zum einen der Transport drin von so rundweg 1 bis 2 Euro, ich sag mal 1,50 €. Dann Erfassung beim Schlachthof und der Händler sitzt auch noch dabei, der dann für seine Arbeit ja auch noch einen Erlös haben muss. Dementsprechend bekomme ich dann 164,97 € netto ausgezahlt. Das multiplizieren wir dann noch oder dazu addieren wir dann noch die Mehrwertsteuer oder Umsatzsteuer, wie das richtig heißt. Das sind 17,65 € und somit bekommt der Landwirt dann auf seinen Scheck 182,62 €, mit denen er dann aber ja noch Kosten decken muss. So, kommen wir zu den ersten Kosten. Das sind die Direktkosten. Direktkosten sind die Kosten, die direkt mit der Haltung der Schweine in Verbindung stehen. Das heißt, wir haben das Ferkel, sind wir bei fast 80 Euro, die ein Ferkel zunächst einmal beim Einkauf kostet. Dann gehen wir weiter zum Futter. Wir haben jetzt einen Zuwachs von diesen Ferkeln von 90 Kilo. Wenn wir für ein Kilo Zuwachs 2,8 Kilo Futter benötigen, dann brauchen wir 252 Kilo Futter mal einen Preis, einen Bruttopreis abzüglich Skonto, haben wir dann 61,08 €. Energie und Wasser haben wir jetzt den Durchschnitt, das waren 3,50 €. Da gibt es welche, die liegen drunter. Dann Tierarzt und die Tierseuchenkasse ist eine Pflichtkasse, der kann man nicht entkommen, sage ich mal so, ein bisschen salopp. Das sind so rundweg 15 Cent pro Tier. Alles zusammengezählt sind wir bei 145 Euro an Direktkosten, also Kosten, die direkt mit der Haltung des Schweines in Verbindung stehen. Bevor wir ein Schwein halten können, müssen wir ihm ein Zuhause bieten, also sprich einen Schweinestall bauen. Und wir haben jetzt mal vorausgesetzt, dass der Schweinestall pro Tierplatz 450 € kostet.
Und das rechnet sich dann runter auf 30 Euro, also 30,60 Euro ganz genau. Aber die meisten Landwirte haben das Geld nicht auf der hohen Kante liegen. Dementsprechend müssen sie auch Zinsen an die Bank zahlen. Da haben wir jetzt eine komplette Fremdfinanzierung vorausgesetzt. Das sind dann halt 450 geteilt durch 2, weil ja der Abtrag quasi die Schulden quasi halbiert bzw. weiter senkt. Haben wir gesagt, am Anfang ist es der volle Zinssatz, am Ende ist es fast gar kein Zinssatz. Treffen wir uns auf der Mitte, sprich auf der Hälfte, mal 3% sind 6,75 Euro. Und ein solcher Stall, der unterliegt natürlich auch der Abnutzung und, was ganz wichtig ist, auch eine Versicherung. Zusammengerechnet ergibt das 46,35 Euro. Das teilen wir wieder durch unsere 2,9 Umtriebe. Das macht dann pro Schwein, das wir verkaufen, fast 16 Euro aus. Dann haben wir als letzten Kostenpunkt D die sonstigen Kosten. Das ist einmal die Arbeitserledigung, sprich alles, was durch Manneskraft quasi für die Schweine gearbeitet wird. Dann haben wir noch die Gülleverwertung, aber auch die Buchführung und die Beratung. Das ergibt dann zusammen 27,75 Euro, wenn wir 2,9 Umtriebe in diesem Stall erreichen, haben wir 9,57 Euro an sonstigen Kosten pro verkauftes Mastschwein. Also die letzten 2 Jahre war der Schweinemarkt halt nicht so gut. Wir sind sehr froh, dass es sich einigermaßen wieder zum Positiven wendet. Aber da war die Erlössituation viel schlechter. Das hing ganz einfach damit zusammen, dass die Schlachterlöse von den Schlachtereien halt viel niedriger angesetzt wurden. Auf der anderen Seite hatten wir aber auch niedrige Kosten bei den Ferkeln, weil das kann man sich vorstellen, wenn die Gesamtrechnung nicht gerade positiv ausfällt, dann ist der Landwirt nicht unbedingt heiß drauf, seinen Stall sofort wieder zu belegen. Er macht Reparaturen, die vielleicht nur im leeren Stall funktionieren und so weiter. Das schiebt das Ganze natürlich so ein bisschen auf die lange Bank, aber der Ferkelerzeuger muss ja auch sehen, dass er seine Ferkel halt platziert am Markt und dementsprechend waren die Ferkel dann zwar günstiger, aber die Festkosten und die sonstigen Kosten bewegen sich im etwa gleichen Rahmen oder gleichen Bereich, wie es aktuell der Fall ist. Und somit hatte er einen Verlust von 10,92 Euro. Wenn wir jetzt die negative Zahl von minus 10,92 Euro sehen, dann denkt man, warum hält der Landwirt denn da noch Schweine? Soll den Stall einfach leer stehen lassen? Aber das ist nur die halbe Wahrheit. Denn solange hier unten minus 10,92 Euro stehen, macht er weniger Verlust, als wenn er nur den Abtrag an die Bank für die Festkosten bezahlt, weil die Festkosten fallen immer an, egal ob der Stall belegt ist oder ob er leer ist.